In diesem Video treten der geklonte Schüler Darth Vaders Starkiller und der erste Schüler von Darth Sidious Darth Maul gegeneinander an. Da Starkiller nur in Legends existiert, werde ich auch nur Informationen aus Legends nutzen. Mit Starkiller ist hierbei aber nicht der erste Schüler Vaders, Galen Marek, gemeint, sondern dessen Klon, den man aus The Force Unleashed 2 kennt. In diesem Video werde ich zunächst auf die Fähigkeiten und die Bewaffnung der beiden Charaktere eingehen, um dann zu beurteilen, wer in einem direkten Zweikampf gewinnen würde. Am Ende des Videos gibt es dann eine Abstimmung darüber, wer eurer Meinung nach gewonnen hätte. Der Klon Galen Mareks behielt die starke Verbindung zur Macht des Originals bei, wobei diese im Laufe seiner Ausbildung noch weiter gestärkt wurde. Da über Marek schon von Palpatine selbst behauptet wurde, dass seine Stärke in der Macht an die Palpatines heranreichte, war sein Klon potenziell sogar noch stärker in der Macht als Palpatine selbst. Starkiller erlernte viele mächtige Machtkräfte und so konnte er mit Hilfe der Macht ganze TIE Fighter umherwerfen, mit Machtschüben ganze Felder von mehreren Gegnern gleichzeitig leerfegen, mit Machtblitzen seine Gegner grillen und wenn er in Rage war, mit Hilfe der Macht ganze AT-STs zerquetschen. Das Original Galen Marek konnte sogar einen Sternzerstörer mit Hilfe der Macht vom Himmel holen und auch wenn sein Klon dies nie getan hat, ist es durchaus möglich, dass er dazu auch in der Lage war. Starkiller wurde in den Lichtschwertkampfformen 4 und 6, Ataru und Niman, ausgebildet, die beide ein starkes Augenmerk auf Aggressivität setzen. Wobei das Niman ihm zugleich half, das Jakai zu erlernen, mit dem man den Kampf mit zwei Lichtschwertern ausführen kann. Mit seinen beiden Lichtschwertern besiegte er die meisten seiner Gegner ohne große Mühe, wobei Darth Vader selbst eine große Herausforderung für Starkiller darstellte. Im Gegensatz zu Starkiller wurde Darth Maul von Palpatine in Form 7 dem Juyo trainiert. Diese Form war die bösartigste und aggressivste aller Lichtschwertkampfformen. Zusätzlich zur perfektionierten Form 7 trainierte Maul sich auch im Niman, im Jakai und in der unbewaffneten Kampfkunst Terrascasi. Die letztere setzte er auch oft im Zusammenhang mit Lichtschwertangriffen ein, wenn er merkte, dass er mit traditionellen Lichtschwertkampfformen seine Gegner nicht besiegen konnte. So griff er nicht nur mit dem Lichtschwert an, sondern oft auch mit seinen Füßen und seinen Fäusten. Zudem war Maul einer der wenigen, die es schafften, für mehrere Minuten in einem Lichtschwertkampf gegen seinen Meister Darth Sidious zu bestehen. Er war aber nicht nur ein guter Lichtschwertkämpfer, sondern auch stark in der Macht, wobei er in direkten Duellen oft lieber versuchte, seine Gegner alleine durch seine Kampfkünste mit dem Lichtschwert zu besiegen. Obwohl Maul viele verschiedene Machtfähigkeiten nutzen konnte, war er besonders geschult in der Telekinese. Ihm bereitete es keine Mühe, Gegenstände jeglicher Größe auch ohne Gesten zu bewegen. Zudem konnte er seine Geschwindigkeit mit Hilfe der Macht um ein Vielfaches erhöhen. Durch sein starkes Training besaß Maul eine hohe Schmerztoleranz und er war zugleich fast schon immun gegen Machtblitze. Nach einiger Zeit fügten diese ihm Schaden zu, aber wenn Machtblitze nur für eine kurze Zeit gegen Maul eingesetzt wurden, benötigte er keine Zeit, um sich von diesen zu erholen. Beim direkten Zweikampf zwischen Starkiller und Darth Maul würden beide bis an ihre Grenzen gehen müssen, um den jeweils anderen zu besiegen. Starkiller hätte mit seiner Stärke in der Macht auf jeden Fall auf diesem Feld die Oberhand über Maul. Maul im Gegenzug wäre mit seinem aggressiven Juyo Starkiller in einem Lichtschwertkampf überlegen. Hinzu kommt noch, dass Maul den Kampf mit einem Doppelklingenlichtschwert perfektionierte, was doch relativ selten war und wogegen die meisten Gegner nicht in ihrer vollen Stärke kämpfen konnten. Auch gegen Machtkräfte wie den Machtblitz Starkillers war Maul gewappnet und in einem Lichtschwertkampf hätte Maul die Möglichkeit, Starkillers Konzentration so weit zu schwächen, dass dieser seine anderen Machtkräfte nur schwer einsetzen könnte. Jedoch ist auch Starkiller sehr gewandt mit dem Lichtschwert und vor allem das Niman erlaubte Starkiller, die Angriffe von Maul abzuwehren und direkt wieder zu kontern. Zudem hätte Starkiller deutlich die Überhand, wenn er Maul auf Abstand halten und nur mit Hilfe der Macht angreifen könnte. Und selbst wenn Starkiller für längere Zeit in einem Lichtschwertkampf verwickelt werden würde, bräuchte dieser nur einen kurzen Moment zum Durchatmen, um Maul mit Hilfe der Macht in Schach zu halten. Maul hat natürlich auch den Vorteil, dass er sich mit der Macht schneller machen kann, wodurch er Starkiller noch weiter unter Druck setzen könnte. Alles in allem denke ich, dass die beiden Gegner ein sehr langes Duell bräuchten, um zu entscheiden, wer gewinnen würde, aber im Endeffekt doch der geklonte Starkiller als Sieger hervorgehen würde. In einem reinen Lichtschwertkampf denke ich, dass sich Starkiller so lange gegen Maul verteidigen könnte, bis er einen kleinen Moment zum Durchatmen bekommt und dann seine Machtkräfte einsetzen kann. Und ab dem Zeitpunkt hätte es Maul sehr, sehr schwer,
wieder zurück in einen reinen Lichtschwertkampf zu kommen. Und das würde das Schicksal Mauls besiegeln. Durch die Stärke Starkillers in der Macht hätte er dann sehr leicht das Spiel mit Maul. Maul könnte sich vielleicht noch einige Minuten verteidigen, aber im Endeffekt würde Starkiller dieses Duell dann auf jeden Fall gewinnen. Aber jetzt seid ihr dran. Was denkt ihr? Wer würde gewinnen? Hier oben rechts in der Infokarte könnt ihr abstimmen, wer gewinnen würde. Und wenn ihr eure Meinung noch begründen möchtet, könnt ihr sie auch gerne unten in die Kommentare schreiben und dort mit mir konstruktiv diskutieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Abo da und klickt auf die Glocke, damit ihr in Zukunft auch immer benachrichtigt werdet, wenn ich ein Video hochlade. Und wenn ihr mehr solcher Versus-Videos sehen wollt, klickt hier oben rechts mal in die Infokarte. Da habe ich euch eine Playlist zusammengestellt, in der die anderen Versus-Videos Vader vs. Windu und Boba Fett vs. Cad Bane zu finden sind. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein.